Tja, und jetzt schauen wir noch mal auf die Bundesregierung oder das, was davon übrig ist. Mit einem Video hatte Robert Habeck ja seine Bewerbung um die Kanzlerkandidatur der Grünen vor einer Woche angedeutet. Nun musste der viel diskutierte Kurzfilm auf allen Kanälen gelöscht werden. Der Grund: Habeck hatte darin den Hit "Zeit, dass sich was dreht" von Herbert Grönemeyer gesummt. Doch der Musiker hat den Grünen wie zuvor schon der CDU verboten, seinen Song für den Wahlkampf zu nutzen. Der 68-Jährige stellte über seinen Anwalt klar, dass weder seine Person noch seine Musik für Wahlwerbung vereinnahmt werden dürfen.